Das Wäldchen 125, ein Kriegstext Jüngers, in dem die Sinnlosigkeit des Kampfes und seiner Ziele aufblitzt. Trichter und Gräben haben einen engen Horizont. Er reicht nicht weiter wie ein Handgranatenwurf. Seltene Sätze beim frühen Jünger, aber es gibt sie. Er wurde mit seinen aus der Kriegsbuchflut literarisch herausragenden Schilderungen der Materialschlacht nach dem ruhmlosen Ende des Deutschen Reiches in Soldatenkreisen schnell berühmt. In den Kriegsbüchern sind Mut, Einsatzbereitschaft, Opfersinn und nationaler Treue der Frontkämpfer Denkmäler gesetzt. Das Heroische blieb so bewahrt. Die Aristokratie der Schützengräben konnte weitergereicht werden. Ernst Jünger war Anfang der 30er Jahre eine literarische Größe und Anhänger eines radikalen Nationalismus. Wie steht er heute zu den Büchern und Gedanken jener Zeit? Zunächst war ich ja ein sehr junger Mann im Ersten Weltkriege. Ich war gerade 22 oder 23 Jahre, als der Weltkrieg verloren wurde, der Erste Weltkrieg. Und diesen Verlust, den musste ich erst einmal verdauen. Dazu muss ich auch sagen, dass der Versailler Vertrag, dass der mir einen ganz ungeheuren Schlag gegeben hat. Ich hielt das einfach für kannibalisch, was uns da auferlegt wurde. Inzwischen habe ich ja nun gesehen, dass noch ganz andere Dinge möglich sind. Das war aber nach den Erfahrungen, in denen ich aufgezogen worden war, war das eine ganz unglaubliche Sache. Sie nannten sich selbst einen, der sich nicht schonte. Im Ersten Weltkrieg in den Wirbeln der Materialschlacht, im Zweiten in den dunklen Fairnissen der Dämonenwelt. Sie haben das alles überstanden. Millionen anderer sind dabei zugrunde gegangen. Wie sehen Sie das Phänomen Krieg heute? Einst nannten Sie ihn die Achse, um die alles schwingt. Herr Rüdel, die Sprache ändert sich nicht so schnell, wie sich die Dinge ändern. Wir sind also mit unseren Worten hinter der Wirklichkeit zurück. Wenn ich ein Beispiel nehmen darf, für uns geht die Sonne immer noch auf, aber seit Galilei stimmt das ja nicht mehr. Und ebenso sagt man, man führt heute Krieg. Aber das stimmt auch nicht mehr. Das stimmt nur für die Wirklichkeit des klassischen Krieges, über den wir längst hinaus sind. Der Techniker hat heute die Oberhand gewonnen. Krieg wird vielleicht noch geführt, ja, an irgendwelchen Grenzen, in Naturschutzparks quasi. Wenn die Sachen sehr ernst werden, dann kann man nicht mehr von Krieg reden. Das ist eher zu vergleichen sehr großen dynamischen Unfällen, etwa Verkehrskatastrophen allerhöchsten Ausmaßes. Was hat denn der einzelne Krieger? Der hat damit nichts zu schaffen. Der letzte, für uns Deutsche vielleicht, der letzte Krieg, den man so nennen konnte, das war der Krieg 70-71. Im Ersten Weltkriege hat dann der Techniker mit seiner Maschinenwelt, vor allen Dingen durch die Einführung der Panzer und anderer Waffen, hat schon gewaltig die Obermacht gewonnen. Und die Materialschlacht, das war, wie ich sie geschildert habe, das war eigentlich der Versuch des Kriegers, diese Sache doch noch zu bewältigen. Ich muss leider sagen, dass wir damit gescheitert sind. Sie waren einer der hoch ausgezeichneten Helden des Ersten Weltkriegs. Einer, der im Kampf die höchste Bewährung und den höchsten Adel des Mannes sah und der als Schriftsteller die zauberische Einheit von Blut und Geist verkündete. Können Sie heute im Krieg immer noch den Vater aller Dinge sehen? Wie käme ich dazu, den alten Heraklit eines Besseren belehren zu wollen? Immer noch ist der Krieg der Vater aller Dinge. Es frägt sich nur, welche Qualität die Dinge haben, jedenfalls keine moralische,
Wenn ich ein Beispiel nennen darf, die Atombombe, die hätten wir heute sicher noch nicht. Aber wir hätten auch noch nicht, wir wären noch nicht auf dem Standpunkt der friedlichen Benutzung der Atomenergie. Insofern haben diese beiden Weltkriege einen gewaltigen, aber sehr schmerzlichen und opferreichen Ruck gebracht. Ich habe das in meinem Buch über den Arbeiter so ausgedrückt, dass die Gestalt des Arbeiters unversehrt durch alle Katastrophen hindurchgeht, nicht nur unversehrt, sondern in immer gewaltigeren Maßstaben erscheint. Und das sehen wir doch heute sehr deutlich. In großen, aber auch erschreckenden Maßstaben. Insofern kann ich dem alten Heraklit also zustimmen, wohl oder übel.